und starten direkt durch mit Nummer 3 Versuchsträger. Nee, was, wie hieß das Ding? Comstat Mark 1.5 und ab dafür. So, Nummer 3. Das ist dann jetzt wirklich so ein Quick and Dirty, muss ich ehrlich sagen. Comstat Netzwerk, wir starten. Ich habe früher, habe ich die immer, boah, ne, dass die bloß geostationär laufen und beziehungsweise halt Kerbin-stationär, dass da bloß alles richtig ist. Ja, da musst du genau die 2878,650 Kilometer Höhe haben. Zwar Apoapsis wie auch Periapsis, also der Orbit muss rund sein. Und ja, ganz ehrlich, es muss nur funktionieren. Es muss nur funktionieren und muss mit möglichst wenig... Oh, das sieht schön aus da hinten. Schade, dass wir noch keine Wolken haben. Da gibt es allerdings auch noch eine schöne Visual Enhancement Mod. Wie gesagt, bei Martin MM oder Marti MM, da muss ich nochmal reinschauen. Wenn du mir mal, wenn du diese Folge siehst und mir gerade mal den Link posten könntest oder was du gemacht hast, damit Interstellar läuft. Weil die Interstellar Mod war die geilste Zeit in Kerbal Space Program, muss ich wirklich sagen. Die geilste Zeit in KSP war irgendwie so um Version 023, 024 rum für mich. Wo ich also wirklich einen Arsch voll geile Vehikel konstruiert habe. Hier die schönen, wo wir von der Runway aus gestartet sind, hier die geilen SSTOs am Schluss. Was im Endeffekt länger gedauert hat, als eine Rakete zu starten, aber es ist halt den halben Weg mit normalem Brennspiritus geflogen quasi. Und ja, das war für mich die schönste Zeit irgendwie in dem Spiel und das würde ich gerne irgendwie wieder wieder haben, ja, das also der, die Interstellar Mod war wirklich einfach Porno. Ja, auch wenn da viele sagen, ja, mit dem Alcubierre Warp Drive am Schluss, ja, ja, aber der kommt ganz am Ende. Und dann muss man ihn ja nicht benutzen. Ja, wenn man sagt, nee, das ist mir zu abgespaced, das ist mir zu Sci-Fi. Wobei selbst die NASA Warp Drive als möglich zumindest betrachtet. Ja, und ein Warp Drive ist ja im Endeffekt auch nur eine Möglichkeit, vielleicht schneller zu reisen als das Licht durch Raumkrümmung. Also bin ich dann von A nach B zwar schneller als das Licht, aber nicht viel. Weil ich kann den Raum nicht nicht unendlich vor mir krümmen. Sonst würden wir ja alle ständig zusammengezogen werden. Davon ausgehend, dass es Zivilisationen im Universum gibt, die bereits über derartige Technologien verfügen, wo ich ganz ehrlich fest der Meinung dran bin, weil ja, das Universum ist groß und als ob unsere Spezies die einzige ist auf jedem Planeten, der Leben beherbergen könnte, kann dies auch passiert sein. So. Wir befreien uns schon ein bisschen früher von unserer sterblichen Hülle. So. Orbit Prograde, jawohl. Drehen wir uns mal rein. Sollten jetzt einigermaßen... Der wird, glaube ich, der schönste von allen. So, hier haben wir jetzt schon die erste Verbindung zu Comstat 1.5. Das heißt, wir haben jetzt gleich quasi die Möglichkeit geschaffen, auch hinter den Planeten zu funken, also hinter Mission Control. So. Lassen es jetzt erstmal sein mit dem Schub. Hat auch den taktischen Hintergrund, dass wir jetzt erst im Orbit sind und jetzt erst die maximale Effizienz des Antriebs nutzen können. Und dann haben wir die große Omni-Antenne. Communotron 16. Da kommt ja später, ich hoffe, die ist hier auch mit drin. Ich weiß gar nicht, ob ich die in dem Mod-Paket drin habe. Die Communotron 32, mit der du ja fast bis zum Mond funken kannst. Die hatte irgendwie, keine Ahnung, 20.000 Kilometer oder so. Die hatte richtig Reichweite.
Da brauchst du keine Dish-Antennas mehr, um hier im Bereich Kerbin irgendwie was zu veranstalten. Die Mission Control Antenne, die gradet sich ja ab zusammen mit dem sag schon hier mit dem mit der Tracking Station. Allerdings brauchen wir es erstmal nicht, weil ja, aus Gründen, wie man jetzt hier sieht, haben wir ja jetzt schon mal bis zu 50.000 Kilometer, glaube ich, an Bord. Spätere Versionen werden halt deutlich leistungsfähigere Antennen bekommen. Natürlich müssen wir das Gebäude upgraden, wie wir alle Gebäude upgraden müssen, aber es ist jetzt erstmal nicht essentiell. So, da hinten ist der Comsat Mark I. Dieser Aufbau kann mit 3 oder 4 Satelliten geschehen. Es kann also sein, dass wir noch einen 4. nachziehen. So. Wir zünden mal das Triebwerk nochmal. So, machen uns jetzt den Orbit erstmal rund. Dann werden wir noch einen Satelliten holen nach dem Umbau hier. Mit den stärkeren Omni-Antennen ist eigentlich der eine ein bisschen für die Eier. Wenn man das so mit so primitiven Worten sagen kann, der bringt halt nichts mehr. So. Hier gehen wir jetzt auch schon mal hin und machen einen Orbit entsprechend groß. Okay. Das heißt, wir könnten den einen oder was weiß ich, was wir damit machen. Die hier hat 2500 Kilometer, also sind wir dicke drin. Die hat halt, wenn du geostationär, also körbenstationär dich positionierst, funktioniert es mit der halt nicht, weil, weil du da auf 300 Kilometer zu hoch bist. So, das heißt, wir schieben einfach jetzt nochmal einen letzten Satelliten hinter nach. Und dann sollten wir auch quasi schon bald überall Empfang haben. Das Ganze... Oh. Ich glaube, da ist der Bug noch in Remote Tag. Ich hoffe, dass es jetzt nicht irgendwie das Knick bricht. Wollte ich noch irgendwas ändern? Nö. So, the last one. Halt eine halbe Stunde mal Comsats hochschießen. Dann fahren wir die alle hoch in einen Park-Orbit und dann ist alles 3, 2, 1, pum und ab geht's. Und, oh, den sollten wir auf Custom stellen. Hold Orbit Prograde. Hold 90, 90, 90. Canceling a Command. Da ist irgendwas buggy. Da ist, das ist der Bug in der... Ich kann jetzt zwar direkt steuern, aber der kann hier nichts mehr, das funktioniert nicht. Ich muss eben mal reverten zum Launch, das müsste schon reichen. Das ist, wenn das Fenster offen ist und du gehst raus und dann buggt's. Ja, jetzt ist er wieder alles auf Null, jetzt können wir hier wieder auf Custom drücken und go. Muss ich abstellen, passiert. Also, so wie das Update für Remote Tag kommt, das wird ja bald erscheinen. Heute war jetzt noch nichts drin. Morgen kommt es wahrscheinlich, übermorgen, weiß ich nicht, ganz irgendwann. Die Hauptsache ist, es funktioniert erstmal alles wieder, alle Mods funktionieren. Und das ist mir erstmal das Wichtigste. Wo ich, wenn ich jetzt wirklich wieder viel Lust auf das Spiel habe, muss ich sagen, ja, habe ich gerade auch wirklich. Und da will ich auch spielen können. So, dann haben wir quasi gleich hier das SAT-Netzwerk. Hier sehen wir schon so. Und dann werden die halt im oberen Orbit geparkt und dann wird es richtig gut. So, gleich hier Gravity Turn in wenigen Sekunden.
So, gleich auch Überschall. Also das ist ja sehr repetitiv, sage ich mal. Hier waren wir schon ein bisschen knapp. 70. Oh, 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 oh. Schwingt ein bisschen drüber. Und bei dem Schwingen muss man halt aufpassen, dass es sich nicht aufschaukelt. Weil wir, wie ich sehe... Huch, was war das? Irgendein Netzteil auf dem Boden. Wir sind sehr schnell. So, trotzdem gehen wir auf 65 Grad. Und jetzt stellen wir auf Orbit Prograde. So, Tempo ist jetzt hier wieder angemessen. Also weiter geht's. So. Dann holen wir jetzt nochmal alles raus. Und pum. Und aus. 65 Kilometer. Also wir werden wirklich immer besser. So, hier drehen wir den... Oh, da hat er nochmal gefurzt. Guck. So, wir drehen den Schub nochmal ziemlich runter. Ich warte noch kurz. Und 3, 2, 1 und pum. Sauber getrennt. Hier haben wir ein bisschen ein Problem mit der Last. Dass wir dann anscheinend ein bisschen kopflastig sind. So, 71 Kilometer. Auf 60 Kilometer Höhe können wir auch hier schon mal die Antenne aktivieren. Dann können wir hier die abschalten. Das läuft. So, Höhe bauen wir auf. Wir brennen jetzt, glaube ich, in einem ziemlich durch. Mal ein bisschen wohl. Naja, auf die 2 Kilometer kommt es nicht mehr an. Wir sind quasi, wir haben eine ISP von 345, also wir haben das Maximum erreicht. So. Das heißt, hier machen wir jetzt schon einen richtig großen Orbit. Stellen nochmal ab. So, und dann haben wir hier Comsat Mark 1.5, Comsat Mark 1.5. Das heißt, wir müssen die Dinger jetzt gleich nochmal umbenennen. Change Name Tag. Oh, ne, das ist für KOS. Wir brauchen Rename Vessel. Station, Lander, Ship, Rover, Base, Debris. Das Comsat 4. Jawohl. Ja, so kriegen wir, glaube ich, das einigermaßen gut hin. Ich mache mal a little bit Time Warp. So, dann machen wir den Orbit mal rund und vergrößern gleichzeitig. Wir wollen ihn etwa wie den anderen hier machen. 800 Abyss. So. Ja, das sieht noch ein bisschen komisch aus. Macht aber nichts, wenn die später mal alle rund sind. So 890 Kilometer. Ach nee, 900. Wir können ja über 900. Wir machen noch 980. 960. Gehen auf 980 Kilometer circa. So, hier sollten wir jetzt natürlich uns auch Radial ausrichten. Kill Rotation.
Gut, dann können wir den ersten hier. Ah, der erste Comstat Mark I kommt hier wieder rein. Ihn hier können wir aber. Können wir da reinwechseln? Doppelklick? Nee. Müssen wir über die Tracking Station gehen, wie es aussieht. Gut, wir gehen ins Space Center. Ganz wichtig, nicht auf Revert drücken, das wäre jetzt Fail. Liebste Tracking Station. Ach, wie sieht's denn hier aus? So, das ist der erste. Beziehungsweise der zweite, den nennen wir jetzt auch gleich mal Comstat 2, damit wir da einigermaßen hinkommen. So, der guckt die Sonne an. Wir sind online. Benennen wir das Ganze erstmal um. Telemetriedaten können wir nix, ne? Rename Vessel. So, Comstat 2. Und dann können wir... offline. Cool, jetzt haben wir gerade die Verbindung verloren. So, die drei sprechen jetzt schon miteinander, nur hier hinten fehlt halt was. Aber da arbeiten wir jetzt dran. So. Gut. Das heißt Orbit Prograde. Und bitte. Sieben, acht, neun, 85, sehr gut. Ich hoffe, wir haben noch genug Sprit, um den rund zu kriegen dann. So, wichtig wäre jetzt, wenn wir hier Verbindung aufbauen könnten zum Comstat 4. Müsste gleich, so wie wir aus dem Planetenschatten raus sind, ein bisschen stattfinden. Yes, da sind wir. So, das heißt, wir gehen zurück ins Space Center. Früher ging das doch mal irgendwie mit Doppelklick oder so, oder mit Rechtsklick und dann Switch to. Das ist doch hier so umständlich, oder? Comstat, scheiße. Comstat 4, der ist jetzt online. Da machen wir jetzt den Orbit auf der anderen Seite groß. Damit, sollten wir dann, wo sind wir hier? Wir sind direkt an Apogee. Ist ja super. Also, Prograde. Und lass jucken. Ja, mit den Omni-Antennen fahren wir natürlich deutlich besser. So, wir müssen wahrscheinlich ein bisschen auf Radial. So. Korrigieren wir das Ganze noch ein bisschen. Wir haben ja noch leicht Treibstoff drin. So, da sind wir. Der ist rund. Und wir switchen, dass das nicht mehr geht. Konntest du doch früher einfach hier, zack. Switch to oder irgendwie so, Doppelklick, keine Ahnung, geht nicht mehr. Ich bin doch nicht Blade. Ich bin doch nicht jedes Mal Space Center, bup. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Hast du Rechtsklick Set as Target, konntest du auch noch machen. Geht es nicht mehr? Weiß das einer? Könnt ihr das mal in die Kommentare schreiben? Set as Target. Das hat auch immer funktioniert, oder? Also Ziel setzen oder reinspringen. Das war doch mit irgendeiner Maustaste zu machen. Kann natürlich sein, dass wir da ein Tracking Station Update machen müssen. So, hier ist immer noch Orbit Prograde aktiv. Da
Das war auch der mit dem... Ne, der hat auch noch gut Sprit. Wir müssen den auf Custom und dann aber hier auf 0. Ne, so geht es nicht. Wir müssen hier 10 oder 15 Grad. So, na komm. So. Kurz hier ein bisschen einstellen. Das ist natürlich jetzt nicht so treibstoffeffizient. Aber ich denke, wir fahren hier einmal rum. Und dann hat man den immer einmal angeklickt. Jetzt wird er dunkel, wenn du den anklickst. Vielleicht wird er dann automatisch als Ziel gesetzt. Das weiß ich nicht. Da unten kreist immer noch der Versuchsträger. So, also hier, das sieht man jetzt, das funktioniert schon. Na, der Comsat 4, der läuft ja wirklich schon sehr schön rund. So, wichtig ist dann im Endeffekt nur, dass die nicht irgendwann alle auf einer Stelle rumhängen. Ja, hier sind jetzt momentan zum Beispiel alle gleichzeitig hier oben. So, 985, 995, aller. So. Es darf ruhig etwas eiern. Ist absolut kein Problem. Hier müssen wir jetzt natürlich eine Runde warten, weil da kommt es ja zwei, der fliegt da noch rum. Ihnen können wir auch nochmal einen neuen Namen geben. Comsat 3. So, dann fahren wir nämlich noch einen Tag hier rum. Die arme Valentina, die kriegt auch einen Drehwurm, du. Boah. So, und die beiden laufen jetzt auf einer ähnlichen Flugbahn. Und da können wir immer noch den einen ein bisschen langsamer, den anderen ein bisschen schneller machen. Das ist alles kein Problem. So, und jetzt als nächstes ist halt hier der Comsat 2 wichtig. Die sitzen ziemlich dicht beieinander. Da machen wir nichts mehr. Wir gehen jetzt direkt in den Comsat 2 rein. Stellen den noch ein bisschen hoch, den Orbit. Und dann haben wir irgendwie so ein bisschen Abdeckung. Ja. Da müssen wir mal gucken, wie lange da Valentina immer noch im Orbit kreisen muss. Das ist ja auch... Ja, das ist Körbelquälerei. Die Arme. Der, einen Monat muss die jetzt einfach in dieser Kackkapsel sitzen. Ohne was. Vielleicht kriegt sie noch ein Buch oder so. Das ist dann aber... Dann ist aber auch schon gut. So, 985... Ja, das passt, weil wir brauchen jetzt 2000 Kilometer. Das ist ja einmal von einer Seite auf die andere. So. Deswegen dürfen wir auf keinen Fall über 1000 Kilometer kommen. Lass uns noch ein bisschen dahin kommen.
So, jawohl. Jetzt war perfekt rund. Jetzt kriegen wir nur den Kompsat 3 nicht rein. Von der Distanz her passt's. Aber ich glaube, es ist gerade ganz, ganz knapp. Dass die... jetzt haben wir es wieder. Gut, da muss hier der Kompsat Mark 1. Wo ist der da? Der muss da die Lücke schließen. Dann gehen wir nochmal zu dem. Weil, ja, jetzt haben wir die eine Abdeckung da vorne und die andere Abdeckung da hinten. Und der Planet dreht sich ja schneller, also der, langsamer. Das heißt, also die Satelliten kommen zweimal am Tag über der, hier über KSC vorbei. Das Gute ist halt, du hast nicht mehr so ein Ding, wo dann zwei wie jetzt hier, die hocken jetzt hier zwar isoliert, das sieht auf dem ersten Moment scheiße aus, aber da hast du immer die Möglichkeit einzugreifen, weil irgendwann ist der Planet halt, ist KSC unter den Satelliten auch am Tage.